Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Projekt. Und dieses Projekt wird mal etwas komplett anders vom GTA sein. Zwar stelle ich erst meinen Sound runter, weil es echt laut ist. Wir werden heute Friday the 13th spielen. Ja, das Spiel wurde damals, diese Umfrage schon ewig her, war das sogar das am höchsten gefragteste Spiel, deswegen habe ich das mal gekauft, weil es im Angebot war. Ja, es war um, glaube ich, 80% reduziert. Und es passt perfekt, weil nämlich heute ist Halloween. Ich weiß nicht, ob das Video heute noch erscheint. Wenn ja, dann Happy Halloween. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Also ich versuche es natürlich nur heute rauszuhauen. Und da ja, wie gesagt, eben Halloween ist, habe ich mir gedacht, komm, kannst du gleich mal noch hier, ne, Friday the 13th aufnehmen. Das passt doch perfekt. So, ich bin komplett neu. Ich habe das Spiel einmal kurz angespielt, also hier mit Offline-Bots, weil ich die Grafikeinstellung so weit angepasst habe, dass alles funktioniert, ja, und dass es nicht rumleckt oder so und dass wir gleich starten können. Und ich werde jetzt, ich habe aber nicht viel von der Mechanik gelernt, nur so mal schnell ein, zwei Sachen ausprobiert. Das heißt, ich bin kompletter Noob, ja, es tut mir leid, wenn ich mal die Sachen vielleicht nicht so gut kann. Ich rede jetzt nicht lange um den heißen Brei rum, sondern werde jetzt gleich mal hier spielen, ja. Und schon mal, wie lange wir überleben, ja. Und wir schauen mal, ob Chase uns gleich töten wird. Ich hoffe ja, dass ich nicht erst Jason starte, weil, Leute, ich bin da echt, ich möchte es gar nicht sagen, ja. Ich denke jetzt die erste Runde hier oder die ersten Runden werden echt Nubi. Aber naja, gucken wir mal. Wir gucken einfach mal. Sitzung wird auf Platz überprüft. Das ist natürlich toll. Wir kriegen jetzt nämlich gerade gar keinen Platz, oder was? Das ist natürlich... Wahrscheinlich, weil heute alle so sich gedacht haben, komm an Halloween, da können wir mal ein bisschen Horrorspiel spielen und dann, ja. So, war halt so gut, ja. Geil, wenn er jetzt hier dann keinen Platz erstmal findet, dann werde ich das, glaube ich, mal an der Stelle pausieren und dann sehen wir uns in Game. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Weil es ist ja sonst so ein bisschen langweilig. Das ist übrigens auf dem alten PC. Der neue PC, da weiß ich jetzt auch schon neue Informationen, sage ich mal, weil der wird wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche kommen, ja. Und da werde ich dann natürlich hier auf Friday the 13th spielen. Und Jugendleiter. Wir können ja uns das hier mal durchlesen, ja, während der hier was findet. Ja. So. Ich stoße es auf. Jetzt. Als Jugendleiter ist es dein Ziel zu überleben. Dies kannst du auf verschiedenen Arten bewerkstelligen. Du kannst dein Auto reparieren und damit das Gelände verlassen. Die Polizei rufen und auf sie zulaufen, wenn sie eindrücklich während der Runde vor Jason verstecken oder sogar versuchen, ihn ein für alle Mal auszuschalten. Okay, Jugendleiter ist eben von Anfang an eine Reihe von Hilfsmitteln zur Verfügung. Jeder Jugendleiter besitzt eine Taschenlampe, die jederzeit anschauen kann. Mhm, okay. Eines der größten Hindernisse für einen Jugendleiter-Spieler ist die Angst. Angst entsteht, wenn dich Jason verfolgt. Du alleine oder im Dunkeln bist du nur leicht findest, nimmt deine Angst ebenfalls zu. Je mehr Angst du hast, desto einfacher kann Jason dich aufspüren. Um die eigene Angst zu mindern, sollten Jugendleiter beleuchtete Gebäude finden, sich in diverse Verstecke zurückziehen, nahe bei anderen Jugendleitern bleiben und so wenig Geräusche wie möglich machen. Je schneller du läufst und Türen öffnest, desto mehr Geräusche machst du, okay? Die Münzeroffe ist ja ebenfalls hier. Ah, okay. Wenn du ja, das weiß ich schon. Also ich habe auch schon ein paar Videos darüber gesehen, deswegen weiß ich, sag ich mal, ein paar Sachen auch schon. Okay. Gut, gut.
Gut, Leute, ich glaube, ich werde es an der Stelle mal kurz pausieren und dann sehen wir uns gleich im Game, weil der sucht hier gerade echt noch ewig. Also sehen wir uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Er hat eine Lobby gefunden, komischerweise genau. Mindestens, ich glaube, es waren keine 20 Sekunden, nachdem ich aufgehört habe aufzunehmen. Ich habe mir dann nämlich noch das Tutorial ein bisschen durchgelesen. Schwuppdiwupp, ich bin gar nicht mehr zu Jason gekommen und schon war hier Lobby am Start. Auf jeden Fall, es sollte jetzt dann losgehen, denke ich jetzt mal. Und dann schauen wir mal, wie dieses Spiel so ist, ja. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon längst, sage ich mal, ausprobiert oder irgendwo gesehen. Aber ich nicht. Ich bin hier kompletter Newbie. Und ja, ich bin gespannt. Bin gespannt. Ich hab's auch schon bei vielen YouTubern gesehen. Weiß gar nicht, bei, also ich hab's vor allem bei H2O Delirious geschaut. H2O Delirious. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber kennt, das ist ein amerikanischer oder texanischer, ich weiß gar nicht, amerikanischer, glaube ich. Und bei dem war das immer ziemlich interessant, ja. Aber ich habe jetzt irgendwie nie so das Bedürfnis gehabt, das selber zu spielen, weil es irgendwie zum, es war schon beim Ansehen immer recht spannend, deswegen hat es eigentlich schon gereicht. So, 5 Sekunden. Und es geht los. Als Jason solltest du Fenster verbrennen, ja genau. Verbrennen die Fenster, Tony, verbrennen die Fenster. Okay, Crystal Lake Klang, ich hoffe, ich bin nicht Jason. Das wäre jetzt echt, das wäre echt madig, weil ich habe, ich bin da so schlecht. Also ich habe ja gerade diesen Bot-Modus gespielt und ich habe einen habe ich umgebracht, aber der ist die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen, deswegen konnte ich ihn easy wegrippen, ja, aber den Rest habe ich einfach, dann habe ich einmal so, habe ich auch so diese Fähigkeiten benutzt. Wie gesagt, ich habe es ja nur kurz angespielt, nur kurz ausprobiert und es war auch kompletter Reinfall und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Chaos, 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 ja. Puh. Okay. Spielbeginn in... Jetzt ist sie schon wieder, oder was? Camp Crystal Lake, 1969. Damals. Charakter ist schon... Oh Gott, Jason! Oh no! Das ist nicht dein scheiß Ernst, ja? Warum? Warum muss ich schon make them remember starten? What they did to us, Junge, Jason. Das war die fucking allererste Kill them. Nicht statt als Jason, ja, moin. Ey, ich bin raus. Ich werde zu verkacken. Ich habe einfach keine Ahnung, wo überhaupt irgendwas ist. Alter, stopp, stopp. Ich muss erst mal gucken, wo hier ist irgendwas. Wir tun uns mal hier hin teleportieren. Ich glaube, hier geht die Party ab. Mann, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ey. Also ich habe Glück, wenn ich überhaupt jemand kill, ja, eine Person oder so. Und das wird schon echt schwer. Komm, wir hauen mal ein bisschen ein. Weil dann können die kleinen Kriegsler schon mal schnell abspielen. Ja. Zack. Knock, 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 bitch. Sony. Da hinten, auf jeden Fall geht's ab, ey. Aufspüren verfügbar. Okay, was bringt das? Da kann ich die dann besser spotten, oder was? Man, wo sind denn die Kleinen, ey? Hier, oder was? Ah, oh, Mann, das ist echt, muss ich mal ein bisschen konzentrieren. Die Tür ist ja... Knock, knock. Ich hoffe, ich bin ja auch mit Loops in die Lobby gekommen. Dann ist es wenigstens ein bisschen fairer. Und nicht mehr zu Pro-Gamer, was ist, habe ich echt ein Problem. Aber ich glaube, aha, hier ist die Tür offen. Das soll schon mal möglich sein. Hier ist doch so ein kleiner Wichser. Schauen wir mal. Aha! No! Du Kleine! Komm her! Komm zu Daddy! Komm zu Daddy! Verdammte Scheiße! Help me! Please! Komm Anyone. Zu Daddy! Mann, jetzt gib sie doch! Please no! No! Ah, yes! Don't stop, Jason! They deserve to die! Make them suffer like you! Oh, bitches! Oh shit!
Ich hab meinen Kill gemacht. Yay! Oh, da vorne ist jemand. Oh, oh, it's Jason. Ich komme. Chase is on the way, bitch. Chase is on the way. I'm gonna murder you all. I'm gonna murder you all. Ach, jetzt will sie sich verstecken. Habt ihr es gesehen? Sie will sich da verstecken hier. Nee, Kleine. Du wirst dich jetzt nicht verstecken. Chasen wird jetzt die Party sprengen, ja? Jetzt mach die Tür auf. Alter, wie lange braucht er denn für die Scheiße? Aha, wollen wir also abhauen? Moment, da gibt's doch diese Fähigkeit, dass ich da so schnell... Genau, die Gold ist. Ja, Chase ist da. Knock, knock, wo ist da? Knock, knock. The fuck out, Thomas. I got this. Hey, mate. Thomas, get the fuck out. Get the fuck out. Nein! Du kleiner Wichser. Wenn ich mit dir fertig bin, hast du ein Problemchen. You cannot die. Die habt ihr nicht. Dieser kleine Wichser, ey. Der denkt hier, dass er sich mit Chase anlegen kann. Ne? Den hole ich mir jetzt. Pass mal auf, wie ich mir den holen werde. Ah, erwischt! Ah, machst du die Tür hin, dass ich zu will? Tja, kleines Mädchen, ich würde sagen, es ist vorbei. Es ist vorbei für dich. Komm! Nein! Ich wollte sie grabben! Du kleines Früchtchen! Scheiße! Nein! Sie darf nicht abhauen! Sie hat sich geheilt! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Verdammt! Ich krieg dich! Nein! Was machst du denn? Ich krieg dich! Ich krieg dich! Oh shit! Jetzt hab ich dich! Oh shit! Alter, ist Junge! Das ist echt brutal! Don't stop, Jason! So, they deserve to die! Auch schon mal! Make them suffer like we! Auf ab, das heißt, wir porten uns mal hin. Schauen wir, was hier so abgeht. So, da hinten läuft jemand. Komm, den grabben wir uns. Ah, sind sogar zwei. Das sind sogar zwei, ja? Ein Doppelpack. Das ist doch noch besser. Oh, hier hat sich einer in die Sackgasse gefahren. Du hast dich in die Sackgasse gefahren, Mädchen. Komm her. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Ich erwisch dich. Da ist ja einer. They wanna take you from me, Jason. Oh shit. Don't let dieser kleine Wichser mit seiner Waffe. Das ist doch dieser Jäger hier, dieser Johnny, ey. Den muss ich mir echt mal wegholen. Das sind eh so viele. Ich weiß gar nicht, wen ich mir holen soll. Was ist eigentlich die vierte Fähigkeit? Komm ich schon mal hier näher zum Auto, da ist glaube ich einer hier im Haus. Ja, da ist einer im Haus. Ah, rausgesprungen, ja. Rausgesprungen, hä? Ich krieg dich. Jetzt komm her! Verdammte Scheiße! Komm her! I know you can die, Jason! Komm her! Get up, Jason. Find them. Komm her, ich erwisch dich! Fuck you! Verdammte Scheiße! Ihr kleinen Wichser! Die tun mich die ganze Zeit abknallen, das geht mir echt auf den Sack. Dieses Spiel macht mich aggressiv. Ich glaube, ich werde gleich echt zum Jason hier. Ihr kleinen Wichser! Ich erwischte dich schon. Vergiss es! Verdammte Scheiße!
Willst du dich eigentlich verarschen? Dieser Typ ist da noch. Geht doch. That's my boy. So. Hunt them down and dahin, make them pay. Dahin ist jemand. Den holen wir uns. Verdammt. So, dich erwische ich schon noch, Freundchen. Fick dich. Verdammt. So, jetzt hab ich dich. Oh shit. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh shit. Alter. Ich hab aber gar keine Maske mehr, fällt mir gerade auf. Scheiße. Dann haben die mir die Maske weggeschlagen. So, da vorne ist auch noch jemand. Den können wir jetzt auch mal grabben. Hier, hier, der läuft da. Verdammt! Wo bleibst du denn hängen? Ich hab dich. I'm gonna get you, bitch. I'm gonna get you, ass. Da ist der Generator. Können wir mal zerstören hier. Dass ich hier, oh my God, hier auf Ideen komme. Ja. Ah, servus! I'm gonna get you, bitch. Du bist doch bestimmt hier raus, ne? Was macht denn der da drin? Der legt eine Falle. Dieser kleine Wichser, der legt eine Falle, ey. Knock, knock. Who's there? Ich weiß nicht, ist er da noch drin oder ist er schon abgehauen? Ich höre noch Schritte. Ja, da ist er. Was? Verdammte Scheiße. Die ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Kleiner mieser Wichser. Hab dich. Hab dich. Was? Get up, Jason. Find them. Willst du mich verarschen? Kill them. Verdammt. Ah, dafür werdet ihr die bezahlen, die kleinen Wichser, ja. Dafür werdet ihr die bezahlen. Please. Vor allem. No. Jetzt ist was? Jason, das gibt's doch nicht! Komm. No, komm, Jason, go. Du wirst also Stress, hä? Du wirst Stress? Du wirst Stress? Dann hole ich mir dich! Alter! Wo haben die diese ganzen scheiß Messer her? Mann! Wo habt ihr denn diese ganzen fick Messer her? Okay, da hinten ist noch... Da hinten ist jemand. Und zwar, der läuft so alleine durch den Wald. Hier, ja. Hi! Was? Ach komm! Also ich finde das mit dem Waffenfakt ein bisschen ab, weil das ist so ein bisschen... Da hat man da irgendwie gar keine Chance, wenn die alle ihre Messer sammeln. Und so weiter. Hat sie sich versteckt? Aha! Ich wusste es doch. Tja, scheiße gelaufen, Kleines. Kill for mother. Yes, mother. Okay, jetzt müssen wir noch gucken. Bisschen hier hören. Um zu gucken, wo die sind. Wo seid ihr? I'm gonna get you, bitches. Wo seid ihr da hinten? Ah, aha, da haben wir doch jemanden. Da haben wir doch jemanden verletztes. Servus! Don't stop, Jason. So, they deserve to die. Make them suffer like we. Ey, das schaut fast so aus, wenn ich gewinnen würde, oder? Also wenn ich hier echt gewinne, dann geil, ja. So, wo ist er denn? Ah, da hinten läuft er. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Komm schon. Help me, help. Ja, hab ich dich. Hab ich dich, ja? So, dann machen wir es mal. Oh, da wollte er... Er hat es, glaube ich, tatsächlich fast geschafft, oder? Ich glaube, hier ist ja der Ausgang. Yes. Also, krass, ja? Kill for mother. Ah, wo können sie denn noch sein hier? Da hinten. Ganz da hinten ist noch eine. So, wo bist du hier? Denn dieser wieso habe ich mich denn jetzt hier hin teleportiert dann
Ich habe mich doch genau in die Richtung teleportiert. Wir machen mal hier die Fähigkeit. Ah. Please no! Ah, schon mal einer. Wer ist denn da? Wer ist denn da? It's Jason. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Wie sie erst durchs Haus fliegen. Schick, schick, schick. Durchs Haus wollen wir also fliegen. Naja. Ob das funktionieren wird, da wäre ich mir ein bisschen unsicher, ja. Wir machen immer die Fenster kaputt, dass sie nicht abhauen kann. Und dann hören wir jetzt mal hin, wo sie ist. Ah, die ist immer noch hier drin. Okay. So, machen wir mal die kleine Tür hier auf. Und gehen da mal rein, ja. Weil die Fenster sind ja alle kaputt. Das heißt, wenn sie rausgeht, dann... Verdammt, sie will abhauen. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Hab ich dich. Komm schon, jetzt grab sie doch. Hab ich dich. Verdammt, ich wusste, dass sie ein Messer hat. Aber ich will es nur ein bisschen spannend machen, ja. Ich will es nur ein bisschen spannend machen, Leute. Das ist natürlich logisch. So. Da 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 da. Meine Fähigkeit ist wieder begeilt. Oh shit. Jason is coming. Komme. Jason ist da. Hi. Hi. Hi, hi, hi. Verdammt, die hat noch ein Messer. Willst du dich verarschen? Wie viele Messer hast du denn? Ich erwisch dich. Ich erwisch dich, du kleines Früchtchen. Ich erwisch dich, du kleines Früchtchen. Don't kill me, please. Don't kill me, please. Ja, 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 ja. Das kannst du vergessen. Jetzt bist du fertig. Jetzt bist du fertig. Ist vorbei. Das war ja hier sogar... die tut mir jetzt sogar fast ein bisschen leid, ja. Yes. Verdammt, ich hab sie alle Kill getötet. For mother. What the fuck? Und es ist meine allererste Runde. Ja moin, Full House. Full House. Ich bin ja gerade schon ein bisschen stolz auf mich, obwohl man darauf nicht stolz sein sollte, so moralische Alter. Leute, also ganz ehrlich, ich bin ja doch ein Naturtalent, oder? So wie ich die alle fertig gemacht habe. Alter Bruder. Hallo, Walter. Walter. Alter Schwede. Das war... Ey, es macht aber echt Bock, muss ich sagen. Also es mal, also wenn man selber spielt, macht es nochmal viel mehr Bock, als wenn man nur zuschaut, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, ja. Hätte ich echt nicht gedacht. Gut, liebe Leute. Ich würde dann auch sagen, wir belassen es erstmal für diese eine Runde, ja. Und ich werde natürlich jetzt immer hier Folgen raushauen. Ja. Keine Angst, ihr werdet hier noch Folgen bis zum Erbrechen sehen. Und ich hoffe... Aber, dass euch die erste Folge schon mal gefallen hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da, ja, dass ich da Bescheid weiß. Und sonst könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr mehr Friday the 13th sehen wollt. Oder mehr GTA 5 Gameplay, ja. Wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, euer Tunic. Und ich hoffe, hat das Halloween Special gefallen. Ciao!